Wie ihr sehen könnt, ich habe heute einen Gast dabei, der Franklin, ist sehr zufällig entstanden. Und zwar hatten wir so eine Auseinandersetzung, sag ich mal, mehr von mir aus gesehen. Und wir wollten das jetzt einfach mal live im Stream klären. Wir reden halt über alle Punkte und vielleicht kennt einer von euch den Franklin, falls nicht. Der sucht uns zu Hause. Nein, aber nee, der ist. Oh, scheiße, echt mal cool, ihn in Real hier mal jemanden zu treffen. Ich finde das auch witzig, ne? Die Welt ist so klein. Und gestern noch gebiet. Heute haben wir schon Schwänze gelutscht. Ja, yeah. War noch gerade Döner essen, noch süß. Also Leute, jetzt geht's darum, wir erklären jetzt wirklich live unseren Beef, den wir hatten. Denk. Da gibt's kein Zurück mehr. Wenn du jetzt irgendwas sagst, was du bereust, ne? Nee, wir können ja live drin. Wir können ja die Thematik erklären. Also damals, vor einem Jahr war das, glaube ich, ne? Da hast du eine Woche Döner gemacht. Und an sich habe ich schon euch davor geschrieben und alles war ja cool. So, ja. Alles war ja nice. Und das Ding ist, dann hast du eine Woche Döner gemacht und hast du, glaube ich, habe ich das gesehen? Dachte mir so, der Wichser. Und dann hast du, glaube ich, sogar mich angeschrieben, so mäßig. So, ey, kommst du von selber auf mich zu, mäßig. Ja, weil das Ding war, da haben einige Leute runterkommentiert, dass ich das von dir geklaut hätte oder geklaut habe, weil du schon mal eine Woche Döner gegessen hast. Und ich dachte mir so, yo, Digga, also eine Woche irgendwas zu essen, das ist jetzt so, wie wenn ich halt eine 10.000 Kalorien-Challenge mache oder so. Das ist halt so ein gängiges Format. Deswegen dachte ich mir so, ich habe das halt so gemacht auf Abnehmen, also versucht in einer Woche Döner zu essen und gleichzeitig abzunehmen. Aber wenn die Leute das runterschreiben und das bei der Community so ankommt, dass ich das von dir geklaut habe, dann muss da meine Selbstwahrnehmung anders gewesen sein. Deswegen habe ich dir dann geschrieben und habe dir das geschrieben und mich bei dir entschuldigt. Da hört sich sehr erwachsen an. Ich habe allerdings nicht so erwachsen reagiert. Ich weiß nicht warum. Ich hatte so die Meinung, Digga, du machst Fitnessvideos. Warum machst du Fitnessvideos und kommst auch auf diese Essensschiene so? Das war mein. Aber an sich, klar, jetzt kann ich natürlich im Nachhinein sagen, so, yo, war unnötig. So, in dem Sinne, irgendwie ein Vorwärts noch was klaut von mir oder sonst was. Aber auch, dass dieses Fitness-Ding, weißt du, ich mache ja auch Reaction, sag ich mal. Klaue ich jetzt von Unge, weißt du, ich meine, oder klaue ich jetzt von wer auch immer Reactions angefangen hat. Dann disse ich mich selber oder Doppelmoral. Genau. Ja, das Doppelmoral finde ich ein bisschen scheiße, aber ich finde das so. Das Argument habe ich zum Beispiel nicht verstanden, weil ich finde, so Fitness hängt halt auch immer mit Essen zusammen. Du kannst nicht Fitness machen, ohne dich mit Essen auseinanderzusetzen und Ernährung. Mhm. Gleichzeitig, wenn du Sport durchziehst und dich sauber ernährst, feierst du so einen Cheat, so einen geilen Burger, einen geilen Döner halt umso mehr, ne? Und deswegen wird das, glaube ich, oftmals bei so vielen Fitnessleuten so in den Vordergrund geschoben. Das ist der eine Punkt. Und diese 10.000 Kalorien-Challenges und sowas, die kamen ja aus dem Fitnessbereich zum Beispiel. Mhm. Das auf meinem Kanal auch angefangen mit Essen, weil ich mehr Fitness gemacht habe und jetzt mehr weg von so Fitness-Vlogs hin zu so mehr Food-Challenges und so Fitness-Challenges. Und ich glaube, das war das, was dich vielleicht, weil das dann mehr so essensmäßig geworden ist, so abgefuckt hat. Und du halt so dachtest so, yo, Digga, bleib bei deinem Fitness-Content. So ähnlich, so richtig arrogant, so arschig. Ja. Bleib, mach du Fitness und ich mach meins und komme ja nicht hier in meinem Content in die Quere. So ähnlich, aber halt gar nicht in dem Sinne so dieses, ey, das ist mein, so ich war nie der Diktator. Nee, aber so dieses so, ey, das ist mein Bereich, du kommst da nicht, kannst da nicht reinkommen oder so ein Scheiß, ne? Evanjo und Julian auf einem Fleck zu sehen, ah, das ist witzig. Ja, Leute, hätte man auch nicht gedacht heute früh, ne? Genau, es war ja so, dass, wir können ja gleich darüber reden, das jetzt entwickelt hat, warum wir jetzt hier beide hier sitzen, Leute. Ich dachte, ja. Wir machen einen Livestream draus. Ich wollte eh heute streamen, muss echt sagen, ich wusste nicht, dass Julian heißt. Ich habe echt vergessen, dass Julian heißt. Ich wusste auch nicht, dass du Felix heißt. Scheiße, wie schlecht. Ah, auf jeden Fall, genau, dann habe ich gesagt, so, ey, dieses eine Woche Ding ist eher so mein Ding, ein bisschen albern, weiß ich jetzt nachher, dass ich gesagt habe, ey, das ist mein Ding, so mäßig. Und dann hast du eine Woche Burger gemacht. Und ich dachte so, und ich glaube, danach habe ich auch blockiert, weil ich dachte, Digga, wolltest du mich triggern oder was? Dass du genau, wo ich sage, bitte mach das nicht, dass du es trotzdem dann machst. Also von dir dich einen Einfluss nicht. Du hast mir geschrieben gehabt, so, yo, mach nicht den Food-Content, bleib mal dein Fitness-Content. Ich hab dir auch gefolgt zu dem Zeitpunkt auf Instagram, hab dich immer gefeiert, hab das auch immer in Videos gesagt, auch danach noch das ganze Jahr über, dass ich dein Content geil finde. Aber in dem Moment hast du mich abgefuckt und ich habe dann geschrieben, okay, gut, alles klar, danke. Ich bin dir direkt entfolgt dahin. Und dann habe ich mir gedacht, also ich habe dann gesagt, okay, gut, dann mache ich keine Woche. Und dann habe ich daheim in Deutschland gedacht, so, Digga, also sorry, aber ob dem das jetzt taugt oder nicht taugt, ist mir scheißegal. Ich ziehe das jetzt durch, mach das. Ich habe mir dein Video gar nicht angeschaut, weil wenn man sich sowas anschaut, dann inspiriert man sich so unterbewusst, weißt du, dann schränkt man sich so im Kopf ein. Mhm. Und ich habe das ganz losgelöst davon gemacht und habe auch versucht, eine Woche Burger zu essen und gleichzeitig abzunehmen und halt nur mit Burgern abzunehmen und halt mehr so auf das Fitness-Ding zu machen. Und ja, das hat dich dann anscheinend richtig abgefuckt. Und ich weiß nicht, Leute, ich müsste sagen, ich muss vorstellen, ich habe ihn blockiert. Das war schon so, er war so nah und blockiert, aber weil ich auch nicht irgendwie, ich bin so ein Mensch, ne, ich weiß nicht warum. Bin ich eigentlich gar nicht so krass, auch bei irgendwie keine Ahnung, früher jetzt zumindest, jetzt würde ich niemals mehr machen. Aber früher man so auch keine Ahnung, Ex-Freundin so gestalkt, was macht die gerade noch und so ein Scheiß. Du warst meine Ex-Freundin zwar nicht, aber hab trotzdem so geguckt, ach, was macht der denn gerade so? Oder ich glaube, ich hatte so Paranoia, ich wollte nicht, dass du meine Stories guckst, damit du nicht weißt, was ich als nächstes. So, krass, gar nicht der Top ist, glaube ich. Scheiße, okay, krass. Ja, ja, weil ich glaube, ich war übel in meinem Film, um den Zuschauern auch hier zu erklären. Aber das war so mein Ding, glaube ich, dass ich halt überdacht so, ey, die klauen alle, bla, bla, bla. Was lustig ist, ich hab dich blockiert, da gab ein Video von mir, das hieß, ich bezahle Leute dafür, die sagen, was ich kaufen soll. Ja. Das weiß man ganz genau. Ja, und ich wirklich jetzt Real Talk, jetzt ernsthaft, ne? Ja. Ich kannte dein Video wirklich nicht. Ja. Das habe ich erst in den Kommentaren gelesen. Ich habe gemacht, Streamer bestimmt einen Tag lang mein Essen. Und dann habe ich halt bei Livestreams bei Unge und Co. halt donated und reingeschrieben, yo, was soll ich essen? Dann haben die das halt bestimmt. Und einen Monat später hast du dann das gemacht, bezahle Leute, dass sie bestimmen. Habe ich auch Leute auf der Straße auch angesprochen, weißt du, die Leute wirklich Geld in die Hand gegeben, so mäßig. Du hast aber auch in Streams ja, das auch, gemacht. Ja, genau. Wegen Corona. Und dann haben Leute das halt reingeschrieben bei dir. Und dann hast du darauf geantwortet, ja, selbst wenn ich es von ihm hätte, überleg doch mal, bei wem es besser passen würde, bei ihm oder bei mir. Mir hat das mein Cutter vom Zweitkanal geschickt und das fand ich ziemlich minus. Ich habe dann von dem Account von meiner Freundin dir Sprachnotizen geschickt, 3 Stück, das weiß ich noch. Dann hast du direkt geantwortet. Und zwar habe ich dir gesagt, dass ich das scheiße finde, weil selbst wenn ich das mit dem einen Döner, eine Woche Döner essen nicht von dir nachgemacht habe und du dieses mit den Streamern quasi, was Leute dir vorwerfen, nicht von mir nachgemacht hast, dann merkst du, wie schnell man eigentlich in dieses Ding kommt, ohne dass man das irgendwo nachgemacht hat, dass man da steht und sich plötzlich rechtfertigen muss, ey, das hast du von mir nachgemacht. Und denkst dann so, Digga, ich habe einfach nur ein Video hochgeladen. Dann dachte ich mir so, schau her, jetzt merkst du mal, wie es mir an der Stelle ging. Ganz unabhängig davon, dass
dass ich diese Thematik mit dem Nachmachen sowas von affig finde. In meinen Augen ist so Videos nachmachen nichts Schlimmes. Okay, jetzt noch zu Ende zu führen, sorry, wir brauchen ja. Dann gehen das jetzt so, aufgebaut, bla bla bla, und dann machen wir jetzt am Ende, dass wir halt uns in Anführungszeichen, dass ich dann diese Story gestern gemacht habe. Ja. Das ist gerade wirklich gestern, weißt du, ich meine, das finde ich halt so lustig, das war einfach nicht mal vor 24 Stunden, weißt du. Ja, ich saß hier, hab LOL gezockt und dann hab ich ein Video nebenbei laufen. Also ich mache erst mal gerne im Zocken Video laufen. Ja. Und hab den Menschen gehört, dachte mir so, Digga, das ist doch eigentlich gar nichts, also warum machst du so einen Quatsch? Krass. Und dann dachte ich mir so, ey, weißt du was, zeig mal ein bisschen Endlichkeit oder sei einfach mal selber gestehen, mal einer, dass du einen Fehler gemacht hast und hab ich gesagt, yo. Ja, also du hast mir noch einen Text geschrieben, der war echt süß. Yo, Franklin, ich wollte mal sorry sagen für mein Verhalten. Ich war echt irgendwie übel getriggert von der Einwoche Döner-Sache. Das hat er mir übrigens geschrieben vor der Story. Und viel zu sehr auf meinen Film. Sorry auf jeden Fall nochmal. Und ich unterlasse sowas in Zukunft und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ich unterlasse sowas in Zukunft. So, wie so eine Unterlassungsklage. Ich unterlasse. Ja, ich merke ja, ich habe es gar nicht geschrieben. Aber das Ding ist, ich war zu faul, um zu löschen. Und auch dieses Geklaue etc. auch übel albern von mir. Ist doch nice, wenn Content für die Zuschauer kommt. Aber ich wusste das mit Lukas wirklich nicht in Wien. Das haben mir Zuschauer empfohlen und im Nachhinein habe ich es erst erfahren, aber trotzdem sehr kindisch von mir. Von daher nochmal sorry. Aber niemand klaut hier Ideen. Es gab ja schon 100 Mal teilweise die Sachen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Bin jetzt zu faul, um es zu korrigieren. War albern und ich sollte mal über mein Verhalten mehr reflektieren. Dir noch viel Spaß in Hamburg. Und dann noch eine Story. Wir haben dazu aufgemacht, wir haben das Zuschauer geschickt und dann dachte ich mir so, hey, ist mich verarschen, Digga? Ja, was? Evanio? Und dann dachte ich zuerst, ist das ein Witz oder nee? Also das finde ich ja, gut. Es war auf jeden Fall nach dem kindischen Verhalten mal erwachsenes Verhalten, würde ich sagen. Ja, das war halt natürlich kindisch, ne? Weil ich denke mir halt irgendwo jetzt auch immer so, sagen wir jetzt ganz ehrlich, der hat dieses eine Woche Daisy Cloud gewesen, ne? Ja, ich muss schon sagen, wenn ich mir das übernimmt, hast du in dem Fall ja nicht. Das war von da muss ich sagen, warte mal. Das Video zum Beispiel, das war vor 2 Jahren. Da habe ich tatsächlich mich in der Zeit auf Evanios Kanal geschaut und habe das Video gesehen und dachte mir so, Digga, geil, das will ich auch mal machen in München. Kennt ihr das, Leute? Dieses, du hast eine Meinung und dann bist du so schwer, und du bist so stur, du willst einfach nicht davon. Siehst du nur noch alles in deiner Meinung. Ja, okay, lass mal zum Punkt zum Ende kommen, ne? Ja, schon, was machen Inscope, Sido, unsympathisch, ja, das ist Knossi, cool. Das ist geil. Digga, und ich finde das viel geiler, wenn so auch so, zum Beispiel wir so in der Food-Szene, sich einfach so mehr Leute zusammentun und man einfach so auf entspannt in der Gruppe gemeinsam mehr Videos drin. Mhm. Das ist immer geil. Ach genau, auf den Punkt wollte ich ja hin. An sich ist es ja eigentlich geil für den Zuschauer, wenn er Content kriegt, weißt du, was ich meine? Ja. Und an sich, wenn du dann in Anführungszeichen eine Woche Döner machst, ist ja cool, dass ich Leute Content davon kriege. Und an sich verbreitest das doch auch, das macht doch die Fettsack-Szene, Essen-Szene, wie auch immer Szene, größer, weil mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Also profitiere ich ja auch theoretisch unabhängig davon. Aber dass die Leute gerade hier zuschauen, ne, sich die Zeit dafür nehmen, finde ich irgendwie geisteskrank geil. Ja, voll. Also ohne zu schleimen, aber ich meine, das für ein. Ich muss sagen, ich kann Streams auch gucken, ne? Ich bin eher so der Stream, ich bin noch nicht so dringend Twitch, gell, weißt du, was ich meine? Dann würde ich sagen, setzen wir auf jeden Fall alle Videos durch, die vorgeschlagen wurden. Hm? Feiern des Streams wild. Wollen wir noch kurz Thumbnail machen? Mal gucken, können wir machen. Wie wollen wir das dann machen? So einen bösen Blick oder wollen wir uns die Hand schütteln, so mäßig? Nein. Böser Blick, Digga. Ja, wie, dann soll ich die Böse einfach angucken, oder was? Ja, okay, ja, das war das schon, das haben wir, oder? Warte, mal, guck mal. Ich würde dir gerne deine Hand geben, aber ich habe dein Wix-Video und so gesehen. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich dir deine Hand geben will. Ja, aber ich bin so, ich muss echt gut, ich habe echt so einen Griff ganz gut mit dem Wixen. Ja.